Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Transport Fever 2. Heute in der dritten Folge und ja, in der letzten Folge hatten wir ja so ein Treibstoffproblem, dass er zumindest nichts produzieren will. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, sage ich ganz ehrlich. Und werdet hier nochmal eine extra Linie erstellen. Ich denke mal, dass das anscheinend nicht mag, dass ich quasi hier ankomme und dann die Güter, dass ich quasi den Treibstoff nochmal mitnehme. Weil das hat er ja letztens in der Folge 1, glaube, oder in der Folge 2 ja auch nicht so richtig funktioniert mit dem Treibstoff, glaube. Mit dem Öl hat man es doch, glaube ich, auch versucht. Aber egal. Gut. Ehe das irgendwo hin verschwendet wird, erstellen wir jetzt hier mal eine weitere Linie. Und Blankenburg Warenfabrik, ja gut. Neue Linie. Das ist einmal GZ Treibstoff nach Naumburg. Ich glaube, die Bezeichnung ist immer bekloppter bei mir. Naja, ich muss ja selber damit klarkommen. Naja, am Ende findet man ja sowieso immer den richtigen Zug, ne? So, okay, wir fügen diese Station hinzu. Der wird dann von Gleis 2 ankommen und soll dementsprechend dann Treibstoff aufnehmen und dann das Ganze hier abladen. Das Ganze, ja, kann auch hier auf Gleis 1 machen, Gleis 2. Falls es irgendwann mal zum Stau kommt oder irgendwas, können wir ja immer noch den Güterbahnhof hier ein bisschen erweitern. Aber ich denke mal, so weit wird es nicht kommen. So, und dann das Ganze auch entladen. Genau. Dann haben wir schon mal die Linie. So. Dann brauchen wir als nächstes eine LKW-Ladestation. Also eine, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, dann nehmen wir am besten eine längere. Zweimal nach links. Weil wir können zweimal nach links und nach rechts machen. Schon mal für die Zukunft. Wer weiß, was wir hier alles noch mit dem LKW hertransportieren oder abladen und ach, was weiß ich noch alles. Sorry. Und da werden wir auch gleich noch eine Linie erstellen. Vielleicht ist es auch total schwachsinnig, was ich mache. Mal gucken. Ich meine, man wird es ja sehen. So, LKW, Treibstoff nach Naumburg. So. Gut. Dann nimmst du das hier auf. So. Du nimmst dann bitte Treibstoff an. Und bringst es dann hier her. An dieser Station. Und entladest das Ganze. Und Naumburg freut sich dann über Treibstoff. So ein Ding ist das. So. So kaufen wir uns noch einen neuen Zug. Wir haben ja mittlerweile 3 Millionen. Das ist eine Summe, die mich besonders glücklich macht. Ich würde trotzdem nach wie vor den D13 holen. Eine neue Industrie wurde gegründet. Ja, sehr schön. Doppeltraktion. Am besten wieder. Und dann, ne?
drin mit der Olga hier. Ne? Dann war das hier. GZ, Treibstoff nach Naumburg. Und hoffen, dass wir nun Treibstoff kriegen. Also ich hoffe es sehr, dass es jetzt funktioniert. Dass es einfach nur daran lag. Könnten hier auch noch... Ah, wir müssten noch eine Fahrzeughalle hinbauen. Die ballern wir hier mit hin. Depot für LKW. So. Die würde ich am besten aber... hier hin machen. So. Fahrzeugzustand, ja. Na gut, das sind Pferde. Hm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich egal. Mal gucken. So, zack. LKW, Treibstoff, zack. So, dann läuft jetzt auch hier die Linie. Denn hier schon mal was... Nö. Ah doch, hier, Versand. Es steigt Versand. Es passiert was. Aber ich sehe es nicht. Ist ja toll. Ah, jetzt geht's. Jawohl. Schön. Aber komische Teile. Okay. Oh. Okay. Neue Pferdewagen sind verfügbar. Na gut. Ja, dies ist doch sympathisch. Jetzt muss man kurz gucken, was sind das für Pferdewagen gewesen. War das was für Cargo? Ja. Kapazität 5. Ja gut, um den einen will ich... Ja gut, nur weil jetzt... ein mehr aufnehmen kann und vielleicht 2 km/h mehr fahren kann, will ich jetzt nicht noch mehr Geld ausgeben. Okay, das läuft. Das läuft, das läuft. Das ist gut, das ist gut. 2 von 5, ja gut. Muss erstmal vorankommen hier. Aber es läuft. Ah, jetzt nimmt er den anderen mit auf. Stimmt, wir haben ja vergessen... Oh, ich bin ein Held. Ich habe es ja nur abladen lassen. Er will ja ein bestimmtes Zielort haben. Ich kann es ja nicht am Bahnhof fliegen lassen, ne? Ja, bin ich deppert oder was? Warte mal, Kollege. Treibstoff. Du fahr mal wieder zurück ins Depot. Dich brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, wie bescheuert bin ich denn? Oh, bin ich lost. Treibstoff, Naumburg. Dann könnten wir diese Linie wieder löschen. Weil die brauchen wir ja nicht. Weg damit. Yes. Weil ich habe einfach die LKW-Ladestation. Oh. Also falls ihr das in den Kommentaren der letzten Folge geschrieben habt, dass ich einfach vergessen habe wegen den Weitertransport. Danke für den Hinweis auf jeden Fall. Ich bedanke mich jetzt schon mal. Ist ja kein Wunder, dass es nicht klappt. Aber gut, jetzt haben wir es wenigstens. Gut, jetzt haben wir halt einen Lok im Schuppen. Ja. Ich verkaufe die jetzt einfach. Du, verkaufen. Yes, weg damit. Bei verkaufen war jetzt eigentlich sinnlos gewesen. Fällt mir gerade ein.
Wir hätten damit... Naja, egal. So, wie sieht's denn überhaupt aus mit dir? Bist du eigentlich zu schwer? Mittelmäßig. Wir könnten vielleicht noch ein paar Weigeschilde hinzufügen. Solange es bei mittelmäßig bleibt. Okay, der ist schon auf diesen Punkt. Dann machen wir das zack. So, und dann einmal den hier nochmal. Mittelmäßig. Schlecht. Jetzt ändern wir mal um. So. Damit er ordentlich hier was laufen tut. Damit er auch ordentlich vieles mitnehmen kann. Ist schwer. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich weiß auch gar nicht, wie ist das überhaupt mit dem Unterhalt? Zahlt ihr eigentlich Unterhalt für die Fahrzeuge, für Wartung? Wie ist das? Ignoriert ihr das oder macht ihr das? Ist es sinnvoll, das zu machen? Das weiß ich halt leider nicht. Ich habe es zwar gemacht, aber ich weiß nicht, ob das eher clever war. Aber gut. So, okay, das läuft. Das ist prima. Gut, ich sollte nicht ins Mikro blasen. Radgeräusch gehört. Läuft. So, dann würde ich sagen, erweitern wir unsere Güterverbindung nach Magdeburg. Um dort auch Treibstoff ausliefern zu können, würde ich mal sagen. Damit wir dann auch die Lebensmittel auch hier zum Bahnhof schicken können. Wobei, hier könnten wir eigentlich die Straße dann kürzen. Das ist hier so eine Abkürzung. Jetzt müssen sie extra in die Stadt runter. Ich denke mal, das ist auch ganz gut. Dann verstopfen sie die Stadt nicht unnötig. Und dann geht es auf den Weitertransport nach Magdeburg. Damit wir dort auch nochmal ordentlich Kasse machen können. Jetzt muss ich nur gucken. Also den Personenverkehr würde ich hier so hinbauen. Also hier auf dieser Geraden mache und den Güterverkehr lasse ich hier unten. Am besten. Ich muss nur gucken. Okay, hier haben wir schon mal Baumaterialfabrik. Das ist auch ganz nützlich. Aber ich brauche die momentan. Eigentlich brauche ich die gar nicht, weil da unten ist ja noch eine perfektere Stelle. Da haben wir ja gleich Steinbruch mit dabei. Ja gut, hier auch. ja. Mhm. Aber trotzdem. Ja, ich baue erstmal die Verbindung dahin. Verbindung Gleise. So. So. Später wird das sowieso alles ausgebaut. Das wird hier noch ein großer Güterbahnhof für Treibstoff. Denke ich mal. Jetzt ist die Frage, wo bauen wir hier den Güterbahnhof hin? Es sollte nicht allzu weit weg sein. Ich weiß nicht, ob es genügen würde, wenn wir den in der Stadt mit anschließen. Oder ist die Frage, verhindert das denn? Naja, wir könnten den Güterbahnhof hier hin machen. Dann machen wir noch eine Straße hin. Und LKW-Verbindung nach Magdeburg rein. Und dann haben wir, können wir einen geraden weiteren Verlauf machen nach Biederitz.
Weil es auch ein bisschen doof ist, wenn wir die ganze Zeit außerhalb fahren, ohne dass wir auf den Nahverkehr treffen dann später. Also dass Güter- und Personenverkehr so dauerhaft getrennt ist, ist ja auch irgendwie öde. Naja. Mal gucken. Ja, ich wollte es einfach erstmal hier das Gebäude hin. Bei, ich verlege erstmal lieber die Gleise, bevor wir irgendwo landen, wo ich nicht hin will. So, Gleise schicken wir auf Reise. Wir könnten das Ganze aber auch hier anschließen. Beim Baumaterial. Aber das Ding ist, ich brauche es ja eigentlich nicht, weil wir haben hier. Oh, immer dieses Nachdenken, ey. Ich schließe es. Ich bringe es nach oben. Das wird schon irgendwie hier. So. Dann gehen wir hier in so eine Kurve rein. So. So. Natürlich hätten wir uns den Bahnübergang sparen können, ja. Habt ihr recht. Aber nö. Ist ja toll. Warum gibt es nichts Deutsches? Amerikanisch? Also hier. Ja. Europäisch. Ah, nee. So soll's so sein. So, die Verbindung haben wir so. Okay. So. Oh, jetzt kommt gleich wieder so eine ekelhafte Steigung. Ich ja wieder total gerne, du. Ist ja widerlich. Wobei, müssen wir überhaupt geradeaus noch arbeiten? Ja, wegen hier. Wichtig ist, dass links nicht schließen tut. Wäre wirklich scheiße. Gebäude, Güterbahnhof. 240 Meter reichen hier aus. Das war ja perfekt gewesen. So. Und da war ich mal wieder zu weit hier. Sehe ich gerade. Ich will hier noch ein Stückchen gerade raus. So. Und dann in die Kurve gehen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht auf die 120 km/h kommt, aber das ist mir egal. Muss ja nicht immer alles die höchste Geschwindigkeit haben. Können wir noch nicht verbinden. Ja, macht halt jetzt einen komischen Schlinge hier. Das ist. Ja. Bin da nicht der Profi drin. Kann ich dich dann verbinden? Ja, aber ich gehe noch mal einen Schritt zurück.
So, wir haben 3,4 Millionen auf dem Konto. Das ist ein sehr guter Stand, finde ich. Ich würde es gerne hier nochmal ein bisschen gerade machen. So. Jetzt, ja, also wir müssen ja sowieso hier. Machen wir so eine kleine Mini-LKW-Linie. Weil ich will jetzt nicht direkt in die Stadt rein. Und die Stadt breitet sich ja auch noch aus und alles. Und ich würde schon gerne hier meinen Platz haben. Straße. Nehmen wir mal die hier. So. Wobei eigentlich... Na, gehört schon zur Stadt. Würde ich sagen. Jetzt ist wieder Kollisionsgeschichte, ne? Das ist ja immer wieder richtig toll. Ich würde gleich 60 km/h nehmen. Sieht's denn aus? Ist die sehr breit? Ja, ist gut. Ein bisschen zu sehr breit, aber. Lassen wir bei 40. So. Und dann ja, es geht eigentlich, oder? Ich weiß gar nicht, nee. Also wenn ich jetzt hier den Bahnhof habe, der verbindet doch eigentlich hier gar nichts in dieser Reichweite. Da muss ich ja mit dem LKW rein. Geht ja nicht anders. Oh, wir haben neue Pferde bekommen. Schön. Ah, das sieht scheiße aus. Das sieht so scheiße manchmal aus. Das ist unglaublich. Gebäude. LKW-Station. Lass mal bei 1. 10 Meter. Wir können auch 20 Meter machen. Nee, 30. 30 Meter. Und dann machen wir hier noch Magdeburg Steinbruch. Okay. So ein Ding hin. Magdeburg Steinbruch, das ist doch hier, der hier oben. Ja. Auf den können wir auch verzichten. Ich habe einen guten Ort, wo wir was Gutes bekommen. Gut, dann. Setzen wir weiterhin noch ein paar X-Weichen. So, und dann noch ein paar Signale. Was ist das denn für ein Signal? Ah, die sieht aber hässlich aus. Nee, da gefallen mir schon die hier. Sorry, aber die gefallen mir überhaupt nicht eben. Dann machen wir hier noch ein Signal. Da noch ein Signal. Hier. Neue Industrie, Wald. Eine Waldindustrie, okay. Interessant. Da noch mal eins hin. Da. Und da.
Ja. Dann brauchen wir hier nochmal so eine X-Weiche. Setze ich immer am liebsten vorm Bahnhof. Weil... ja, an bestimmten Stationen kann man ja auch mal ausweichen, oder? So, Signale. Zack, zack. Kretsch. Oh, was mit Kretsch stand da gerade was? Hm. Egal. So, hierhin. 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 Aber hier mal rein hin. Und dann ist es da auch. Okay. Gut. Ja, eigentlich hätten wir nur die Linie bearbeiten müssen. Statt jetzt eine neue nochmal zu erstellen, aber egal. Güterzug. Treibstoff nach Magdeburg. Damit Magdeburg auch mal was abbekommt hier. Ich lasse mal auf Gleis 2. Quatsch, Gleis 1 ist das hier, ne? Schnüggelchen, was bist du? Gleis 1 oder Gleis 2? Gleis 2 ist, okay. Bekommst du die Anforderung, Treibstoff zu beladen? Und das Ganze dann hier zu entladen. Genau. Entladen, Treibstoff, zack, so. Zusätzlich brauchen wir noch eine weitere LKW-Linie. LKW. Treibstoff Magdeburg. Ich hoffe, ich habe mir nicht so sehr ins Mikro, ey. Dieses Weiße hier, ey. Das ist so nervig manchmal. So, Treibstoff Magdeburg. Dafür brauchen wir aber noch eine Güterstelle. Wir liefern ja Treibstoff, das heißt, wir müssen auch dorthin, wo Treibstoff am meisten gebraucht wird. Das ist hier diese Kaff-Gegend. Das ist aber auch manchmal hier komisch mit dieser Einblendung da manchmal. Ja. Ne. Naja. Ja gut, die Brötchen. Lebensmittel sind ja auch gleich mit verbunden. Weil wir liefern ja auch Lebensmittel mit hierher. Eine Dampftram. Oh, das klingt aber sehr schön. Ja, cool. Wir liefern ja auch noch Lebensmittel hierher, damit Magdeburg auch was zu futtern bekommt. Genau, das ist so richtig. Entladen tust du Treibstoff. Und beladen tust du ebenfalls Treibstoff. Und ich würde sagen, jetzt kaufen wir uns noch eine Lok. Wobei, da bin ich am Überlegen, kaufe ich jetzt da unten oder soll ich einfach nochmal ein neues Depot errichten? Ich denke, ich mache nochmal ein neues Depot. Ja. Dann machen wir. Machen wir hier schnell noch eins hin. Das geht ja hier. Jetzt muss ich nur gerade nachdenken. Sprich gerade nicht in meiner Vorstellung, die ich gerade hatte. Ah,
Das entspricht gerade nicht meiner Vorstellung. So, der kommt reingerauscht, das ist schon mal gut. Boah. Ich weiß nicht, ob das klappt. Aber ich meine, das klappt nicht. Ich wollte eigentlich hier so eine enge Kurve nehmen, aber irgendwie bin ich davon auch schon zu doof für. Was ist, wenn ich einfach hier so raus? Nee. Hatte eine Vorstellung gehabt, aber irgendwie ist die gerade zerschmettert. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ist das so. Gut, den Depot. Das Depot können wir ja auch. Hier haben wir mehr Freiraum auch. So. Und dann. Ah, jetzt ist das dieses dämliche Signal, was da mal wieder stört. Ich hasse das Signal, du. Wieso machst du eigentlich so einen Riesen? Ah, das ist auch wieder das Signal, gell? Ist das das Signal, was es mal auch mit stört? Nee, das ist keine gut. Kannst du nicht mal eine gescheite Strecke machen hier? Wieso gehst du überhaupt so weit in die Kurven? Das ist doch eigentlich nicht so gewollt. So. Ja, ist jetzt nicht perfekt. Ja, sehe ich ein. Daher auf die Stunde ein Depot halt. So, das Ganze verbinden wir natürlich schon mit den Gleisen. So, Gebäude. Und ein Depot. So. Ja, wir haben 6 Millionen auf dem Konto. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob meine. Okay, die bleiben wenigstens erhalten. Wichtig ist, dass das hier alles erhalten bleibt. Ich denke mal, sobald wir die Linie gleich angeschlossen haben, werden wir uns auch gleich um hier. Um die Fabrik kümmern. Dass die nicht auch irgendwann am Abkacken ist. Das wäre nämlich schade, weil es ist ein perfekter Ort hier. Und wir haben immer noch keinen Personenzug gemacht. Das ist eigentlich traurig, aber ja. Ich sag mal so, von den Finanzen her sagt es mir eigentlich, dass wir es richtig machen. Also wir machen ja deutlich guten Umsatz. Und solange die Zahlen stimmen, finde ich, machen wir doch alles richtig, oder? Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich brennend interessieren. Okay, das sieht in Ordnung aus.
Aber wir müssen hier noch ein Signal setzen. So. Okay, wir müssen... Oh, es ist hell. Ich hasse das, ey. Oh, wir haben eine neue Dampflok bekommen. 50 km/h. Schafft sie? Okay. 121.000 kostet sie. Nee, 728.000. Jetzt ist die Frage... Der Abschnitt ist ja nur ein wenig länger. Jetzt ist die Frage... Wenn wir jetzt... Wie ist denn die Produktion? Versand 29 von 100, okay. Ah, was ist, wenn wir wirklich mal upgraden? Und auf die schnelleren umschwenken. Ich meine, wir können uns das finanziell leisten. Dass wir jetzt sagen, dass wir jetzt alle Güterzüge auf die neuere aufrüsten und dann eine dreifache gekoppelte Güterzuglokomotive mittlerer Leistungsfähigkeit der preußischen Staatseisenbahn. Mittlerer Leistungsfähigkeit. Ne, die hat schon einiges drauf schon. Ach komm, wir nehmen die einfach. Cargo. Und dann nehmen wir hier noch ein paar Wagen mit. So. Der geht auf jeden Fall fürs Treibstoff. So, dann machen wir jetzt mal ein Upgrade. Ich weiß, dass es teuer ist. Aber ich würde schon gerne. Also Öl können wir ja eigentlich upgraden, aber Rohöl ist ja, glaube ich, noch ein bisschen kürzer. Das lohnt sich wahrscheinlich nicht so. Aber wie bekommen die das denn da hinten? Ich habe doch keinen Bock jetzt die ganze Zeit hier wieder... Reicht es eigentlich, wenn ich das einfach lösche hier vorne? Nein, natürlich nicht. Das Ding bleibt einfach hinten. Es muss doch irgendeinen Trick geben, das kannst du mir doch nicht erzählen. Wie machen die Leute das? Muss ich echt mal rausfinden, ey, das geht so nicht. Oh, als ob ich jetzt... Klick, 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 klick. Kriegst du noch eine Macke, ey. So, warte mal, wir gucken mal hier nach. Nein, nicht Einbahnverkehr. Fahrzeug verwalten. 45. Ach komm, scheiß drauf, wir machen es einfach. Dessau, Roßlau, Bauernhof. Ja, der kann ruhig schließen. Das stört mich nicht. Nicht böse. Wetten. Okay. Stört mich auch nicht. Das kommt weg. Das ersetzen wir. Um noch 3 Millionen. Aber wir könnten... Warte mal, Rohöl. Wie viel könnten wir da noch drauf belasten? Schlecht, schlecht, schlecht. Wir lassen das mal so. Treibstoff. Magdeburg, das hatten wir gerade. Hier würde ich noch ein paar Wagen draufballern. So. Magdeburg Ölquelle gegründet. Ja, moin. Okay, ja, schön lang, ne? Das ist doch schön. So ein feiner langer, ne? Ob bist du feiner?
Ja, und es ist immer noch sehr hohe Produktionsrate hier. Es ist Wahnsinn. So, dann haben wir hier. Passt alles drin. Ja gut, jetzt ist halt, ne? Jetzt kann es passieren, dass Dings nicht hinterherkommt. Falls es zu viele Wagen sind, dann verkaufe ich ein paar Wagen, weil das Ding ist, die Wagen kosten halt, und wenn dann halt die ganze Zeit Wagen leer sind und dauernd leer rumfahren, dann zahlen wir quasi umsonst. Das ist dann auch wieder nicht Ziel und Zweck der ganzen Sache. Müssen wir mal beobachten. So, wie geht's denn eigentlich mit dem hier? Okay, der kommt gerade wieder zurück. Oh, oh, oh. Na gut, der könnte ein paar Leerfahrten machen, ne? Ja, das sieht so... Ich glaube, dafür ist die Produktion noch nicht so schnell genug. Wie der Kollege hier. Ist jetzt natürlich... Ja, wobei, es kann noch gar nicht losgehen, weil... Ich müsste erstmal auch hier ein paar Fahrzeuge mit einsetzen, ne? Pferdewagen. Alle Güter. Was ist der Unterschied eigentlich? Pritschen natürlich. Nehmen wir einfach Pritschen. Nummer 3 Stück. 3 reichen ja. Weil. Ist ja quasi vor der Haustür. Treibstoff nach Magdeburg. Warum ist denn da jetzt wieder die Produktion am Stocken? Ah, Gott. Warum hast du nicht für Kollege Magdeburg? Also manchmal, ne? Manchmal verstehe ich den Dulli nicht. Ah, jetzt. Okay, jetzt kommt er voran. Na, endlich. Sind wir auch mal aufgewacht. Das ist doch super. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wie viel haben wir jetzt hier? 22 von 25. Ist voll. Ist voll. Ist gut. Wie viel kriegen wir hier? Oh, die Produktion läuft gut. Na gut, hier haben wir halt wieder leerstehende Wagen. Ja, ist halt... Bin ich jetzt nicht so optimal, aber das müssen wir mal beobachten. BR89. Cool. Wir sind ja schon im Jahr 1882. Hey, bald kommt irgendwann die Oberleicht. Ja, das dauert noch ein paar Jahre. Hunderte Jahre bestimmt noch. Oh, jetzt geht's aber hier. Jetzt geht's aber hier los, du. Oh. Schön. Ja, ich hoffe. Ja, ich weiß, es ist gerade ein bisschen langweilig, weil es geht momentan noch nicht so viel voran. Es ist der Einstieg in einen. Im großen Universum, aber die Frage ist, ob wir das packen oder nicht. So. Habt ihr was aufgenommen überhaupt schon mal? Ne, noch nicht. Aber das kommt sicherlich gleich. Also ich hoffe. Ich hoffe natürlich. Dass du was aufnimmst. So, Tuff Tuff kommt. Ja. Ja, das wird. Da reichen auch die 3. Das ist nichts, was die hier an Strecke fahren müssen da. So, der kommt jetzt wieder reingefahren. Na, wie viel haben wir?
es wird mehr. Es wird mehr. Es wird mehr. Mhm. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hier haben wir 11. Das sieht auch gut aus. Wie sieht es denn allgemein aus? Rate 267. Also wir machen Plus. Gut, der macht momentan noch nicht so viel. Lebensmittel irgendwie auch noch nicht. Okay. Kann jetzt kurz sein. Treibstoff, na gut, der fährt jetzt erst gerade. Ja, das geht, das geht. Ich werde langsam Schluss machen. Anscheinend gehen wirklich jede Folge 45 Minuten. Vielleicht werde ich es mal auf 30 Minuten begrenzen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Minuten euch am liebsten wären. Das frage ich jetzt in der dritten Folge. Oh Mann. Vielleicht mache ich mal erstmal nochmal 30 Minuten Parts, mal gucken. Es gibt auf jeden Fall bald viel zu tun. Ja, ich denke mal, die erste Hürde haben wir ja, denke ich und hoffe ich, gut überstanden. Wobei man auch einfach sagen muss, es ist auch wirklich hier gerade echt einfach. Also, ich habe auch einfach Glück, hier perfekt die Ölquelle zu haben. Plus die Farm, plus das Getreide. Das ist einfach wirklich Zufall und wirklich sehr großes Glück. Weil sowas steigt enorm, einen guten Einstieg zu haben. Und wir werden mal jetzt... Oha, das steigt aber jetzt langsam mal hoch hier, ey. Wir werden auf jeden Fall... In der nächsten Folge, denke ich mal, uns drum kümmern, dass wir hier das hier zum Laufen kriegen, damit die Industrie nicht irgendwann flöten geht, weil das wäre ein bisschen schade. Da können wir Borne und meine W gleich mit verbinden. Und ja, ich werde dafür sorgen, dass Lebensmittel nach Magdeburg kommen, auf jeden Fall. Plus. Hat nicht erst einen Bauernhof geschlossen, nennt das? Ach, egal. Plus, werden wir langsam mal anfangen, ein ÖPNV hier einzurichten. Also, ich denke mal zuerst, ja, erstmal am Bahnhof und dann Bus. Beziehungsweise so Kutschfahrten. Oh, das ist 74. Okay, wir brauchen, wartet mal, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Fahrzeug verwalten, kopieren. Ja, komm, lass mal so kopieren. Das wird doch ein bisschen viel. Gott, jetzt habe ich aber nicht gerechnet, dass es so gut wird. Am Ende kriegt Magdeburg schon mehr Treibstoff als ein, na wobei 36. Oha, Magdeburg holt auf. Ja, läuft. Okay, liebe Freunde. Ich möchte nicht so lange quatschen. Ich wollte wirklich, wirklich auch mal versuchen, bei 40 Minuten mal zu bleiben. Mal gucken, wie lange, wie ich das mit der Folgenlänge mache. Weil das Ding ist einfach, wenn man einfach drin ist, dann quatschst du und dann erzählst du und dann machst du und dann tust du und dann vergisst du einfach immer die Zeit. Das ist gerade bei mir Labertasche immer schlimm. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, wie das so bei euch ankommt. Falls es jetzt nicht so sehr ankommen sollte oder sehr wenig Leute gucken sollte, dann ist es mir eigentlich auch egal, weil ich habe Spaß an diesem Projekt und ich möchte es gerne durchziehen und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Spaß hattet, auch wenn der Anfang noch ein bisschen holprig ist, aber ja, ich denke mal, das steigt. Ja, das steigt. 6 Millionen haben wir auf dem Konto. Was ich schon mal gut finde, ist, dass wir bisher noch keinen Kredit brauchten. Wobei, hier steht 500.000 Euro zurückzahlen. Ah ja, stimmt. Ey, wir hatten ja ein Darlehen von 5 Millionen, ne? Stimmt, die müssen wir ja dann auch noch zurückzahlen, ne? Das sehe ich ja jetzt erst. Stimmt ja. Wir haben ja uns quasi ja schon 5 Millionen aus der Bank geliehen.
Ja gut, den müssen wir auch noch zurückzahlen. Also, dass wir wirklich schuldenfrei sind, dass wir keinem was schulden. Das werden wir dann auch abbezahlen. Was cool wäre, wenn wir erstmal gar nichts überhaupt an Kredit weiter aufnehmen müssen. Ja, das sollte passen. Ja, aber gut. Ich beende jetzt hier mal die Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Ich würde mich selber über Kommentare und über einen Daumen nach oben freuen. Übrigens schon 11.750 Güter transportiert. Auch sehr schön. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder zu einer neuen Folge von Transportfieber 2. In diesem Sinne, macht's gut, euer Train Om City TV. Tschüss!